Hallo liebe Zuschauer und willkommen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Eddie Wagner. Wir haben heute bei uns den BMW F20, in unserem Fall Baujahr 2017. Und BMW suggeriert ja hier mit der Aussage, dass das Fahrzeug von der Anlage her wirklich gut sein sollte. Allerdings muss man sagen, Harman Kardon ist per se schon mal nicht das, was wir unter HiFi verstehen. Speziell bei dem 1er hier sind die Abdeckungen zwar mit Harman Kardon Schriftzug und die Lautsprecher etwas besser als bei einem HiFi-System bei BMW. Allerdings ist der Verstärker hier in diesem Fahrzeug genau das gleiche, was in den größeren Baureihen der HiFi-Verstärker ist. Und das ist auch der Grund für die fehlende Ausgangsleistung, für den müden Klang. Und wir haben für euch ein Set zusammengestellt, was ihr bei uns im Online-Shop bestellen könnt. Das besteht aus einer Upgrade-Endstufe, einer DSP-Endstufe von der Audiotec Fischer mit einem fahrzeugspezifischen Kabelsatz. Wir haben hier im Lieferumfang optional auch noch einen Kabelsatz für das Active Sound Design, komme ich später dazu. Und wie der ganze Einbau geht, gucken wir uns an. Der Verstärker sitzt ja bei den Fahrzeugen hier links im Kofferraum. Das ist dieser silberne Kasten hier unten. Und ihr könnt versuchen, den Verstärker zu tauschen, ohne das Seitenteil rauszumachen. Allerdings ist es für uns leichter, wenn wir es euch zeigen mit entnommenem Seitenteil. Und das bauen wir jetzt mal aus. Dazu machen wir hier erstmal diese Futuröse weg. Der Deckel ist nur draufgeklipst und ihr braucht einen Torx 40, um die Schraube zu lösen. Als nächstes machen wir hier diese Abdeckung weg. Die hat hier Clips. Ihr könnt versuchen, es entweder mit dem Fingernagel aufzumachen. Die haben hier so eine Einkerbung. Oder mit dem Schraubenzieher. Dann hier unten anheben. Hier am besten die Ecke von dem Gummi bisschen weghalten, dass die nicht eingeschnitten wird, hier genauso, und die Abdeckung hier abnehmen. Wir müssen die Sitze umklappen, damit wir besser hinkommen. Jetzt könnt ihr den Teppich hier über diese Futuröse heben und schon mal hier nach unten wegziehen. Und mal so liegen lassen. Oh, okay, hier ist das Wanddreieck noch dran. Das bitte auch gleich weg. Dann greift ihr hier rein und hier zieht ihr das Ganze nach außen und könnt das Seitenteil ablegen. Des Weiteren braucht ihr jetzt einen, was ist das, 8er Schlüssel. Und löst hier diese Schraube und könnt gleich den Verstärker herausnehmen. Das Ganze ist ein bisschen fummelig. Deswegen lasst euch da ein bisschen Zeit. Dann schiebt ihr den Verstärker hier nach vorn. Jetzt müsst ihr eine Position finden, in der ihr ihn rausbringt. Wir wollen nämlich unbedingt vermeiden, den Montagebügel wegzumachen, denn das ist ein bisschen aufwendiger. Hier über diesen Dinger drüber, wie man es auch immer nennt, zapfen. Und voilà, hier ist er. Dann haben wir hier oben einen Bügel. Der ist gesichert mit einem kleinen Haken, den runterdrücken und Verstärker rausnehmen. Unsere DSP-Endstufe bringt hier eine Halterung mit, die entsprechend in dieser Position montiert wird. Und
Wir stecken hier schon mal das beiliegende USB-Kabel ein, damit wir später von außen, wenn gewünscht, die Endstufe programmieren können. Und jetzt muss selbige erstmal hier auch wieder reinbuxiert werden. Das geht, allerdings muss man wirklich erst die Position finden, in der das möglich ist. Naja, okay, so geht es am allerbesten. Dann greift ihr hier runter. Bitte auf das USB-Kabel aufpassen, dass ihr das beim Einführen nicht beschädigt. So, dann schauen, dass diese vier Laschen hier eingreifen und die Endstufe nach hinten schieben. Nochmal das USB-Kabel kontrollieren, dass das frei ist. Jawohl. Und die Schraube ansetzen. Das im Lieferumfang befindliche Plug-and-Play-Kabel wird hier angesteckt an dem BMW-Stecker und gleichzeitig hier in unsere Endstufe reingesteckt. Und das Elegante an dieser Lösung ist, dass auch die Stromversorgung damit bereits hergestellt ist. Dann habt ihr im Lieferumfang hier einen Kabelbinder. Damit befestigen wir das Kabel hier ein bisschen, damit es keine Geräusche macht. Und das war schon der wesentliche Teil der elektrischen Installation. Und so spielt die Endstufe schon mal. Das Teil hier ist das Active Sound Design, über das ich gesprochen habe. Entweder habt ihr die Möglichkeit, über eine App bei euch im Auto das Active Sound Design anzupassen. Die Problematik ist nämlich nach dem Upgrade, dass durch die höhere Leistung das Motorengeräusch vom Active Sound Design auch mit verstärkt wird und es eventuell unangenehm sein könnte. Also entweder ihr programmiert es euch aus über eine App, wenn ihr sowas habt, oder aber ihr bestellt das optionale Kabel, was wir hier haben. Das wird hier genauso eingesteckt wie der Verstärker, kommt einfach hier dazwischen und damit ist das Active Sound Modul oder Active Sound Design Modul deaktiviert und ihr braucht euch da keine Gedanken zu machen. Bei der Gelegenheit noch der Hinweis, ich habe auch hier unten einen kleinen Kabelbinder angebracht, damit ihr bei dem USB-Kabel nicht Gefahr lauft, wenn man dran zieht, dass die Buchse unten beschädigt wird und habt das Kabel hier verstaut. Jetzt können wir das Seitenteil bereits installieren. Da ist unbedingt darauf zu achten, dass ihr das in dieser Reihenfolge macht, wie ich das zeige. Erstmal hier drunter fahren, dann hier vorn drunter fahren, damit diese Ecke einfährt. Der Bügel muss raus durch die Öffnung. Und dann müsst ihr es hier runterdrücken unter das Polster, bis ihr soweit in diese Position kommt. Und hier mit leichtem Druck arbeiten und gleichzeitig den Gummi über diese Teppichkante legen. Und damit ist die ganze Installation schon abgeschlossen. Oh, das müssen wir gleich noch befestigen. Einmal hier die Verzurröse. Als nächstes die Ladekantenabdeckung. Erst hier unten rein, dann hier oben drüber.
Dann mit leichtem Druck anfangen, den Gummi drüber zu machen. Und die Clips einsetzen. So, und das ist die ganze Installation gewesen. Wir komplettieren den Kofferraum und hören uns das Resultat an. Go you tulips in a twist. I'm a boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But on that money, think you got the gist. Ich auch schon, dass immer wieder was passiert, wenn man einen modernen DSP-Verstärker in so ein Fahrzeug einbaut, bei dem die Lautsprecher eigentlich gleich geblieben sind und alles quasi gleich ist und man kaum Arbeit investiert, um das Ganze zu verbessern. Aber es ist auch hier wieder mal Wahnsinn, was passiert ist. Es geht lauter, haben wir erwartet. Es ist klarer, haben wir auch erwartet. Aber es ist eine komplett neue Anlage. Das Ganze war irgendwie so diffus. Hier neben mir die Musik. Jetzt am Anfang von dem Titel habe ich richtig gehört, wie es so hin und her geht. Alles spielt vor mir, nicht irgendwo in den Türen oder irgendwo im Raum, sondern es ist wirklich sehr präzise. Der Bass ist kräftig, auffällig, aber er fügt sich richtig in das ganze Klangbild ein. Ich habe das Gefühl, der Bass spielt ungefähr hier und es schiebt mich einfach alles total an. Untermalt durch die hinteren Lautsprecher, die einen schönen Raumklang machen, ist das Upgrade wirklich, also wirklich drei Klassen besser, wie es vorher war. Und das mit diesem Aufwand, da muss ich schon sagen, das hier ist mal ein richtiges Brett. Musik.